Cindy und ich haben bei Sammler Walter Frey einen Mazda Cosmo mit Wankelmotor klargemacht. Gemeinsam versuchen wir nun, diesen maroden Traumwagen wieder fit zu machen. Denn wir haben ein Ziel. Cindy fährt damit im August die Hamburg-Berlin-Klassik-Rallye. Keine Ahnung, ob dieses funktionieren wird. Jetzt muss erstmal der Motor laufen. Zündung. Okay. Jetzt bitte, bitte mit Zucker oben drauf. Lass ihn anspringen, lass ihn anlaufen. Ich verlange gar keinen vernünftigen Leerlauf, aber dass ich erstmal höre, dass es keine Lagerschäden gibt. Und ansonsten bricht uns die Zeit weg, dann ist die Rallye weg. Dann kriegt Cindy eine rote Rübe und nicht rote Ohren. Jetzt lauf! Jetzt lauf doch! Du mal ein bisschen Schub ziehen. Komm, Zündung. Jetzt lass ihn doch mal anlaufen. Ich will doch nur hören, dass er keinen Lagerschaden hat. Mensch! Ich habe doch Pumpe, was ihr hier macht. So, einen noch. Jetzt kommt der Superversuch. Zündung. Ist er wie abgesoffen? Was ist das für eine Scheiße? Na komm! Halt ihn am Laufen! Weißt du was? Mach du mal schön Abendbrot, Cindy. Ja. Ab unter die Dusche. Ja, genau. Und wir beide haben noch richtig mal auf dem Zettel, ne? Jetzt wird die Kiste gestrippt. Und dann geht's als Eingemachte. Als ich das letzte Mal einen Wagen gestrippt habe für eine Restaurierung, da hatte ich einen Schlachtwagen nebenan. Das heißt, wenn mal eine Schraube fehlt, war das gar kein Problem, dann bediene ich sie beim anderen Wagen. Aber Sepp, das kriegen wir hier nicht hin, ne? Schau, ich hab dir das alles vorbereitet. Du hast eine Tüte mit Motorhaube, packst du die Scheiben, die Schrauben rein und wir kriegen die Geschichte wieder. Das heißt, die Haube zum Beispiel demontieren, Schrauben einsacken, beschriften, Tüte, zack, zur Haube, damit man weiß, was nachher wieder zusammengehört. Hier kommt nichts weg, weil wir haben keine Möglichkeiten, auf Ersatzteile zu kommen. Hier gilt es echt aufzupassen, denn wenn wir was kaputt machen, rächt sich das später bitter. Die große Schwierigkeit bei der Zerlegung dieses Fahrzeuges wird mit Sicherheit sein, dass wir keine Teile beschädigen dürfen. Es gibt keine Ersatzteile. Da kannst du anrufen, wo du willst, weltweit. Alle werden auflegen und sagen, was, welches Modell? Moment, so selten, so rar, nichts mehr da. So, Tüte voll, Haube weg, nächster bitte. Knapp 3 Tage brauchen Sepp und ich, um den Cosmo zu strippen. Immer mit der größten Vorsicht. Es ist anstrengend. Es kommt endlich zur Scheidung. So, pass auf. Nicht, dass wir noch mal wegreißen. Ja. Komplett frei? Er ist frei. Halt fest. Ja, okay. So. Okay. Oh, das braucht schon das Teil an. Groß ist er nicht, dieser Wankel, gell? Letztendlich ist das hier das Motörchen, ne? So, hier Getriebeglocke, das ist eigentlich alles. Das ist der Antrieb. Auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist ganz schlecht, 10 ist top, ist ja, sag ich mal, auf Stufe 2. Der hat einfach so viele gravierende Rostmängel. Wollen wir mal gucken, was übrig ist? Hier, Bodengruppe weg. Ach du Scheiß. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, das ist alles nur Flickwerk. Da kannst du auch schon die ganze Bodengruppe machen. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug schon mehrmals geflickt wurde. Ja. Ich meine, das Problem ist ja immer, ne, wenn da schon viele Leute dran rumgebraten haben und dann auf die alten Gammelstellen einfach ein Blech gesetzt haben, so wie hier. Zack, da, da. Das fault ja weiter. Also die Faustregel ist ja immer Substanz erhalten. Nur wenn keine mehr da ist, was willst du dann machen? Ne? Das musst du dir mal angucken. Hier, komm her. Das ist ja Wahnsinn. Warum stecken die Leute dann Plastiktüten in die Hohlräume reingesteckt und dann hier U-Schutz drüber? Und dann ist das alles nur noch weg. Gehen wir mal auf die Seite. Kotflügel, hier. Oh, da gibt er nach. Hier, da gibt er nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der wahnsinnige Gedanke, okay, ey, geil, wir suchen uns den Besten aus und dann fahren wir eine geile Rallye mit und dann machen wir richtig ein. Dann ist das, glaube ich, ganz nach hinten geschoben worden, weil hier ist so viel Arbeit dran. Ich will nicht sagen, dass ich es falsch eingeschätzt habe, ich habe es unterschätzt. So, jetzt sehen wir hier die Herzbolzen da von der Blattfeder raus. Wenn die Herzbolzen rausgehen. So. Ja, ich hab ihn. Du hast ihn. Das ist aber noch nicht alles. Hier kommen meine Dämpfer. Bücken. Hast du was ab? Ah!
So, ich hab einen raus. Finger weg. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt haben wir hier Scheidung, ne? Jetzt haben wir hier Scheidung. Halt die Achse fest. Ich halt die Achse. Hast du? Ja. Kabel los. Ja, super. Das ist doch einmal was. So, das ist hier in der Achse. Das war's. Der Cosmo ist nackig und ganz ehrlich, kein schöner Anblick. Jetzt heißt es wirklich die Backen zusammenkneifen. Sonst können wir die Rallye knicken. Sepp, jetzt machen wir erstmal einen Fahrplan. Wir haben viele Probleme. Das heißt, die Karosserie ist fertig, die Ersatzteile sind fertig, die Bauteile sind K.O. Also, Strahlen, das Erste. Wann machen wir? Eisstrahlen, Sandstrahlen. Und dann gucken, was übrig bleibt. Richtig. Karosserie baust du auf dem Hänger? Mach ich. Verzurste, super. Okay. Nächstes Problem. Hier haben wir? Kupplungsgeber-Nehmerzylinder, beides im Eimer. Beides im Eimer. Wenn du die Kupplung nicht drücken kannst, nicht ausrücken kannst, dann fährst du auch keinen Meter mehr. Und wenn das so aussieht, dass das hier alles schon vergammelt ist, dann ist das fest. Und hier haben wir noch Scheinwerferblende. Ne? Zack. Fehlt uns eine komplette Seite. Wo kommen die Teile her? Ich würde sagen, du gehst ins Internet. Schau, was im Netz ist. Ja, oder weltweit. Clubs. Das heißt echt nur hoffen. So viele schlechte Nachrichten auf mal. Lass das Ding jetzt mal zum Strahler bringen und ich kümmere mich dann auch um die Teile. Also, ich habe Foren durch. Ne? Teilelieferanten durch. Teilweise kennen sie das Modell gar nicht. Oder wenn, sind sie Fan, aber haben nichts. Ja, und jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Und wenn ihr nicht auf dem Schlauch stehen wollt, dann bleibt dran. Abonniert den YouTube-Kanal und wir sehen uns.